In diesem Tutorial zeige ich, wie man die Lautstärke dynamisch anpassen kann. Für das brauchen wir die Linksspalte neben der Tonspur. Da haben wir zum einen die Liste mit Plus und Minus und die zweite Liste mit Links und Rechts. Die Liste mit Minus und Plus ist für die Lautstärke der Tonspur da. Wenn wir also jetzt ins Minus gehen, wird die Tonspur zum Beispiel um 5 Dezibel leiser. Bei links und rechts ist der linke und der rechte Kanal gemeint. Wenn ich den Cursor ganz links über tue, dass ich 100% auf der linken Seite habe, dann höre ich den Ton oder die Tonspur nur auf der linken Seite, zum Beispiel vom Kopfhörer oder von der Boxen. Das gleiche ist, wenn ich den Cursor ganz auf die rechte Seite tue. Ich kann die Lautstärke aber auch mit den Hüllkurven anpassen. Für das hole ich das Werkzeug in der Werkzeugliste, wo Hüllkurvenwerkzeug heisst. Mit dem kann ich jetzt beliebige Punkte setzen, wo meine Tonspur sehr leiser oder lauter werden. Zum Beispiel setze ich jetzt hier einen Punkt und dann möchte ich weiter unten noch einen Punkt. Für das kann ich es runterziehen. So, dann rechts noch einen und dann möchte ich, dass meine Tonspur wieder lauter wird. Es ist ganz wichtig, dass ich alle Effekte, die ich auf meiner Tonspur haben möchte, im Vorhinein über meine Tonspur lege, bevor ich die Hüllkurve verändern darf.